Der Monat November ist vorbei. Wir befinden uns schon im Dezember und natürlich wie jedes Mal am Ende von einem Monat wird es hier auf YouTube die Slammy Awards geben, so auch dieses Mal. Ich kann schon mal sagen, zum November, es wird eine eher kürzere Ausgabe. Ich habe zu manchen Kategorien einfach überhaupt nichts gefunden, zum Beispiel Move des Monats, Manager des Monats, all das habe ich im November nicht belegt. Auch die Crowd des Monats fiel mir sehr, sehr schwer, aber dazu gleich mehr. November war ein schwacher Monat im Vergleich zu den davor. Ich fand sogar Oktober, obwohl dieser Monat ja auch nicht wirklich krass war, fand ich Oktober besser. Es liegt einfach daran, dass diese Schwäche von diesem Monat liegt einfach daran, dass man zurzeit irgendwie keine Inspiration hat, was man genau machen soll. Das ist bei der WWE immer am Ende des Jahres so, das war auch letztes Jahr und vor 2 Jahren schon so, dass man einfach, wenn sich das Jahr zum Ende hin zuneigt, dass man einfach sagt, okay, wir haben keinen großen Pay-Per-View mehr, dann lassen wir halt mal die Show-Qualität durchhängen. Das ist ein bisschen das Problem. Auf WrestleMania hingehend geht's dann natürlich wieder hoch mit der Show-Qualität. Es kann aber eigentlich nicht sein, dass wir jeden Winter hier schwache WWE-Monate bekommen. Und ich hoffe auch, jetzt im Dezember wird es nochmal besser von der Show-Qualität an sich her. Genau. Gehen wir einfach mal zu den Top 5 Matches des Monats. Platz 5, Ambrose gegen Ziggler von Raw am 16.11.2015. 16.11.2015 werden wir heute noch öfter hören. Es war nämlich noch eine der stärksten Ausgaben von Raw in diesem Monat. An sich war ein cooles Match, aber ist eigentlich auch nichts wirklich gewesen, was man jetzt groß noch erwähnen muss. Es war halt einfach das 5-beste Match des Monats, heißt jetzt aber nicht, dass es super gut war. Es war gut, aber nicht krass. Owens gegen Neville von Raw am 16.11.2015, also in der gleichen Nacht, war dann mein persönlicher Platz 4. Das war auch ein geiles Match. Ich will auch Owens gegen Neville nochmal wirklich in der Fehde sehen. Das kann geil werden. Jetzt ist ja gerade Ambrose mit Owens in einer Fehde um den Intercontinental-Titel. Das kann, denke ich, auch ziemlich gut werden. An sich, das ist mein Platz 4, mein Platz 3. Ambrose gegen Kevin Owens von der Survivor Series, da waren wir doch gerade, haben wir gerade besprochen, diese Fehde. Ich fand allein das 10-Minuten-Match im Halbfinale im Turnier des WWE World Heavyweight Championship-Titels richtig geil, war ein super Match, technisch brillant und auch die Endsequenz war super. Also wenn die beiden wirklich nochmal 20 oder 15 Minuten bekommen, dann reißen die Hütte ab. Ich sag es euch, die haben eine super Chemie und das finde ich doch sehr, sehr geil. Platz 2, Finn Balor gegen Apollo Crews. Das Match war gerade mal 11 Minuten lang, war von NXT vom 4.11.2015, glaube ich, eine der ersten Ausgaben auf jeden Fall in diesem Monat, war ja die erste Ausgabe. Von daher Apollo Crews gegen Finn Balor um den NXT-Titel. 2 Indie-Guys, Prince David und UHA Nation gegeneinander. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war super. Also es war einfach ein absoluter Augenschmaus, dieses Match zu sehen. Mir hat ein bisschen sowas gefehlt, was es aufs nächste Level natürlich gebracht hat, auch weil es nur 11 Minuten lang war. Aber die beiden harmonieren super und ich will auch nochmal ein Match zwischen den beiden sehen. Vor allem, weil diese Movesets, finde ich, sich auch sehr, 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 sehr gut komplementär zusammengewirkt haben, falls man das so ausdrücken kann. Also die passen auf jeden Fall super zusammen, können auch geile Match-Stories erzählen, also das will ich auf jeden Fall nochmal in Zukunft sehen, mein Platz 2 und mit mehr Zeit wäre das natürlich auch noch krasser gewesen. Mein Platz 1 ist Roman Reigns gegen Cesaro von Raw am 16.11.2015 mal wieder, war auch ein sehr, sehr geiles Match, das beste Match des Monats für meine Verhältnisse, also Reigns gegen Cesaro, das war auch das einzige Match, was über 20 Minuten bekommen hat, was erwähnenswert war meiner Meinung nach, wenn nicht das einzige 20-Minuten-Match in diesem Monat, und das ist ja eigentlich schon echt ziemlich bezeichnend, wenn, also ich muss glaube ich dazu nichts mehr sagen, Reigns gegen Cesaro, mein Lieblingsmatch des Monats, das war echt gut, es gab aber wirklich kein Match in diesem Monat, wo ich sage, okay, über 5 Sterne, oder über 4 Sterne gibt's auch keins, das muss man gesehen haben, gab's einfach nicht in diesem Monat. November an sich super schwach. Der Wrestler des Monats ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, weil wirklich keiner wirklich herausgestochen ist. Für mich persönlich habe ich dann gesagt, Kevin Owens, weil er im Vergleich die besten Matches des Monats hatte, also war zweimal in der Liste von den Top-Matches des Monats, aber eben ziemlich weit vorne. Ambrose war ja auch zweimal drin, also das war ja dann wahrscheinlich mein Zweitlieblings-Wrestler des Monats gewesen, aber Wrestler des Monats für mich Kevin Owens, weil er insgesamt trotzdem mit die besten Matches hatte. Das Segment des Monats war vom 9.11.2015 bei der London Raw, als die Brothers of Destruction zurückgekommen sind zu Raw
und einen Brawl mit der Wyatt-Family im Main-Event von Raw gestartet haben. Ich fand das Segment an sich richtig geil und das ist auch mein Segment des Monats. Man muss aber auch hier sagen, die Standards sind eigentlich schon ziemlich gefallen in diesem Monat. Also es war zwar ein geiles Segment, aber in einem Monat von August oder September hätte das niemals nur ansatzweise eine Chance gehabt, das Segment des Monats zu werden. Und das zeigt schon, wie qualitativ minderwertig der Monat November im WWE-TV war. Bayley ist meine Diva des Monats, also Diva des Monats, Bayley auf jeden Fall, wie auch schon letzten Monat. Die NXT Women's Championess ist die einzige, die ich noch wirklich in der Divas Division an sich ernst nehmen kann. Beziehungsweise, sie ist nicht die einzige, die ich ernst nehmen kann, aber die einzige, die halt noch einen guten Aufbau bekommt und so weiter. Und die auch echt mir persönlich gefällt. Von daher Bayley, meine Diva des Monats. Meine Fehde des Monats. Balor gegen Joe. Finn Balor gegen Samoa Joe. Man hat auch hier ein geiles Segment gehabt. Das Contract Signing von der letzten NXT-Ausgabe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und an sich Balor gegen Joe. Damit machst du halt nichts falsch. Samoa Joe ist ein super Heel. Balor auch in seiner aggressiven Art und Weise so ein Face. Das funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr geil. Das Tag Team des Monats ist The New Day. New Day einfach super abgerissen in diesem Monat. Und sind natürlich auch diesen Monat wieder Tag Team Champions gewesen. Insgesamt hatten die einfach die besten und unterhaltendsten Segmente des Monats. Move des Monats habe ich nicht. Manager des Monats fällt auch weg. Ich habe es einfach nicht ermitteln können. Es gab zwar zum Beispiel bei Manager des Monats Zeb Coulter und Lana, aber die haben es nicht verdient, einen Manager des Monats Award zu bekommen von mir. Weil die beide wirklich erstens nicht so prägnant waren und zweitens, wenn Zeb Coulter mal gelabert hat, dann war es über dieses langweilige Max America Zeug und das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Der Schock des Monats war der Samoa Joe Heel Turn gegen Finn Balor nach dem Match am 4.11.2015, also bei dieser NXT-Ausgabe, da gab es ja Apollo Crews gegen Balor, habe ich ja schon erwähnt, und dann ist tatsächlich Samoa Joe Heel geturnt und das war schon durchaus ein Schocker. Und für mich deswegen auch die Show des Monats. NXT vom 4.11.2015. Das war eine Stunde, die könnt ihr euch gerne angucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde euch sowieso empfehlen, mit NXT an sich mal anzufangen. Morgen kommt auch noch ein Video, die neue Wrestling Rageout-Episode. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Der Übergang von NXT zum Main Roster. Was ich da besser machen würde. Das war's zu den Slammys für diesen Monat. Danke, dass ihr hier dabei wart. Bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt mir natürlich eure Slammy Awards in die Kommentare. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen langen Kollegen, beziehungsweise die ganzen langen Kommentare von den Kollegen, vom guten Comment Champion, Monkey und so weiter. Das volle Programm kommt dann natürlich wieder. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.